So, yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute mal eine kleine Real-Life-Story mal wieder. Gab's ja schon lange nicht mehr. Und im Hintergrund die DNA, die ich euch am Sonntag versprochen hatte. Und es war eigentlich... Ja, jetzt nicht die schnellste DNA, aber ich habe schon wieder eine. Auf Retreat kommt natürlich auch irgendwann noch hoch. Werdet ihr alles sehen. Aber jetzt kommen wir erstmal so... Ja, es ist jetzt nicht so richtig eine Real-Life-Story, aber... Ja, ja, was soll man machen? Also gestern, heute, ich nehme das Video am... Boah, Samstag auf und es kommt jetzt am Dienstag hoch. Ja, noch eine kurze Erklärung, warum ich so vorproduziere. Weil ich nächste Woche noch Physik Schulaufgabe schreibe und da habe ich nicht so Zeit, ein Video aufzunehmen und deshalb mache ich das jetzt. Und dann lerne ich Sonntag, also morgen und Montag, Dienstag Physik lernen. Muss eine gute Note dabei rauskommen. Und ja, zur Real-Life-Story, gestern war ich bei einem Kumpel, haben wir schön den 16. Geburtstag gefeiert, waren wir mal ganz gechillt in der Billard-Arena. Also, ich spiele jetzt nicht gerade oft Billard, das heißt, ich bin ein richtiger Noob im Billard-Spielen. Hat man glaube ich auch gemerkt, die wo dabei waren, haben es gemerkt, dass ich richtiger Noob bin im Billard-Spielen. Aber, ja, mein Gott. Ich habe natürlich geschwitzt wie Nomi was beim Billardspielen. auf die DNA zu gehen beim Billardspielen, das wollte ich machen, aber hat nicht geklappt. Hab verkackt. War ein bisschen bitter. Aber, na gut. Na gut. Ja, und danach sind wir noch ein bisschen in eine Bar gegangen. Haben dann noch ein bisschen gechillt auf so einem Sofa. Anfangs war es ein bisschen unbequem. Da war so ein hässlicher Hocker. Da war der Tisch nicht frei. Aber was soll man machen? Auf jeden Fall, Leute, kleine Botschaft. Ich möchte hier ja auch was Sinnvolles in meinen Videos erzählen. Und ja, fangt auf jeden Fall an. Auf jeden Fall. Fangt auf jeden Fall mit Alkohol trinken an. Bockt auf jeden Fall hart. Und ja, das wollte ich euch ein bisschen sagen. Ne, Spaß. Fangt auf jeden Fall nicht mit Alkohol an oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Scheiß. Rauchen oder sonst was. Ist einfach scheiße. Es bringt euch eigentlich nichts. Und ihr kommt damit auch nicht weiter im Leben. Also, wer auch. Wenn das jemand macht von euch, lasst es sein. Das wird euch besser tun. Macht lieber Sport oder sonst was. Da habt ihr mehr davon. Und dann sind wir danach. Sind wir um 12:30 oder so heimgefahren. Waren wir um 1 daheim bei dem. Und dann habe ich noch ein bisschen bei dem gepennt. Die Nacht. Haben wir bis um... Boah, wann war's? Bis um 4 oder so. Um 4 waren wir dann pennen gegangen. Und so bis 3:30 oder so haben wir Battlefield Hardline gezockt bei ihm auf der PS4. Ich habe leider keine PS4. Aber ich habe ein Gameplay erspielt oder ich habe mal gezockt. Auf seinem Account ein bisschen. Haben wir Hardline gespielt und da wird als nächstes auch noch ein Video kommen. Ich weiß nicht, ob Donnerstag oder Sonntag. Das Spiel bockt, finde ich, aber das werde ich dann in dem separaten Video noch ein bisschen näher erklären, was, wie ich es finde und sowas, ob ich mir das kaufe und so. Und ich wollte mich noch entschuldigen. Und entschuldigen wollte ich mich auch noch, ja. So ist es. Für die scheiß Video in Far Cry, das war ja so asynchron. Aber da kann ich irgendwie nichts dafür. Bei dem Video hier jetzt, was ihr im Hintergrund seht,
war es auch asynchron in der, wie heißt's, hier Videodatei, war es asynchron, der Sound, also wenn ich schieße, mit dem Bild. Und da kann ich eigentlich gar nichts machen, weil die Elgato nimmt es irgendwie falsch auf und das ist einfach Bullshit. Ist einfach scheiße, Mann. Aber, ja, ich hoffe, dass es war trotzdem lustig. Far Cry. Und hier habe ich jetzt die DNA auch schon mal erreicht. Wieder mal geiler Moment, DNA zu erreichen. Und ja, dann war es von dem Video eigentlich schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute.